Hallo liebe Freunde der dunklen Seite, willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Und das soll jetzt wieder so ein, ja, ich sag mal, so ein Informationsvideo sein. Und zwar geht es ja darum, dass die lange Dürre endlich ein Ende hat. Es geht halt um mein Internet, also viele wussten, dass ich halt sehr starke Probleme hatte mit meinem Internet zu Hause. Hatte Anfang April sozusagen gar kein Internet. Und das heißt, ich konnte auch eigentlich so gut wie gar nicht aufnehmen oder spielen oder jetzt sogar streamen. Was einige auch nicht wussten, als ich halt an meinen Geburtstag gestreamt habe, da war ich halt beim Kumpel gewesen und musste extra zum Kumpel fahren. Das war ja auch so eine Stunde Fahrtweg, um da überhaupt zu streamen, weil es war zu Hause eigentlich einfach nicht möglich. Um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen abzukürzen, es war jetzt halt so gewesen, dass ich da halt natürlich bei Vodafone des Öfteren angerufen habe, quasi gefühlt alle zwei Tage. Von wegen, wie sieht's mit dem Rabatt aus, weil von alleine kommt da ja nichts, ne? Da muss man ja immer betteln. Da kommen die ja nicht auf den Kunden zu und sagen, ja hier, sie haben jetzt eine Einschränkung von dann bis dann, ja, hier kriegen sie mal Rabatt. Nee, das muss man alles selber machen. So, und damit ich halt so den, ja, kleinen Zugang hatte, haben sie mir erstmal auch so eine SIM-Karte geschickt, dass ich das auch als Hotspot benutzen konnte. Da haben sie mir noch so eine kleine WLAN-Box geschickt. Aber damit konnte ich eben nur googeln oder YouTube-Videos gucken. Spielen war ja sehr, sehr krass eingeschränkt, also es war schon eher eine Zumutung. Ja, wie gesagt, meistens halt beim Kumpel quasi aufgenommen. So, am Ende wurde mir halt ein Techniker, sollte mir zugewiesen werden, dann hatten wir auch so einen Termin ausgemacht. Von wegen, ja hier, der kommt am Montag. Dann kam der, also irgendwie gar nicht, also es war ja irgendwie ausgemacht von 8 bis 14 Uhr, sollte der kommen am Montag. So, dann war es dann so, okay, ich warte und warte und warte, hab mir sogar einen Tag freigenommen. Da kam dann aber niemand, hab dann natürlich dann danach bei Vodafone angerufen und sagt, ja, was ist denn jetzt die Sache? Was soll denn der Müll? So. Und da hat mir dann der Vodafone-Techniker wohl gesagt, dass im Computer wohl steht, dass der Typ wohl doch schon um 6.15 Uhr da gewesen ist und war angeblich in meiner Wohnung und hat da quasi alles repariert, alles begutachtet und es soll wohl wieder laufen. So, das war ja halt die Frechheit. Ich war ja halt auch schon um 6 Uhr wach gewesen und da war kein Schwein hier gewesen. Also so war schon dreist zu behaupten, dass jemand hier gewesen ist, da fehlen einem schon die Worte. So, dann wurde halt ein zweiter Termin gemacht. Dann wurde auch dieser zweite Termin ohne meine Zustimmung einfach auch verschoben. Auf den kommenden Dienstag. Und ja, wie gesagt, hat dann doch mal am Ende geklappt. Da kam dann auch ein Techniker, der dann das auch alles repariert. Am Ende war es wohl doch ein Fehler von ein Fehler im Verteilerkasten. Da war wohl halt irgendwas defekt, da hat er irgendwas ausgetauscht und jetzt geht's wohl wieder, aber dass ja eben zwei Monate gedauert hat, bis man das mal herausgefunden hat, ist schon eigentlich schon eine Frechheit. Also ich will da auf jeden Fall nochmal einen Rabatt einfordern und vielleicht sogar noch eine neuere Easybox, ich sag mal, verlangen. Also steht mir schon zu, als 13, ja, dass ich halt 13 Jahre schon bei Vodafone bin, wo es ja noch Akku hieß. So, so viel dazu. Also es soll jetzt wohl wieder gehen. Zum Thema Streamen. Ich habe ja gesagt, ich will wieder streamen, wenn das alles wieder funktioniert. Ich muss erstmal auch testen, ob es dann auch abends wieder stabil läuft. Mal gucken. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich in den nächsten Tagen, also wo das Video jetzt hochkommt, wo das hochgeladen wird, plane ich das jetzt am Freitag hochzuladen. Freitag, den 26. Und dass ich dann vielleicht den Stream so ab nächste Woche starte, also ab dem 29. Ich will jetzt kein genaues Datum sagen, weil ich weiß es selbst noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mal ein, zwei Tage vorher eine Ankündigung machen. Also da braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr das irgendwie verpassen solltet oder so. Also zwischen den 29. und den, ja, den, ich sag mal, den 2. Juni, genau. Aber wie gesagt, ich mache da vorher noch eine Ankündigung, dass ihr da Bescheid wisst und dann könnt ihr auch joinen und wie gesagt, Party wird schwer, weil ich, sind ja auch einige Leute dabei, die auch immer wieder fragen von wegen Party-Einladung. Joinen könnt ihr gerne, aber was so den Stream angeht, habe ich eigentlich schon mein, ja, ich sag mal, mein festes Team. Ich habe ja auch schon mit den einen oder anderen Abonnenten in der Party gequatscht. Also jetzt nicht gezockt, aber halt so ein bisschen nebenbei Smalltalk gequatscht. Und ja, es war schon, ja, ganz nett gewesen. Und hatte da schon so ein bisschen Gänsehaut, weil einige sind ja so, ja, ich sag mal, fasziniert von meinen Gameplays. Die fragen zum Beispiel, ja, bist du der Echte? Und die, ich will jetzt nicht sagen, wie sagt man, ich will jetzt nicht sagen vergöttern, aber ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil man wird schon teilweise wie so ein Filmstar gefeiert. Ja, im Grunde mache ich ja nichts anderes als ihr. Ich nehme eigentlich nur auf, also sprich, ich zocke Star Wars Battlefront so gut ich kann und nehme das halt auf und kommentiere das nebenbei. Also ich bin jetzt nichts Besseres oder sowas als ihr jetzt, aber ist schon krass, was sich so in der Zeit so entwickelt hat.
Und das will man auf jeden Fall zurückgeben. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gern am Stream teilnehmen. Und mal schauen, wie das Ganze dann vonstatten sein wird. Wie gesagt, ich sag dann ein, zwei Tage vorher Bescheid. Mit einer Ankündigung auf YouTube. Und dann werden wir das Ding schon machen. Das soll jetzt vielleicht auch so eine Art, ich sag mal, Abo-Special werden. Ich weiß gar nicht jetzt zu der Zeit, wo ich das hier hochlade. Oder jetzt aufnehme in dem Sinne. Ich glaube, ich bin jetzt bei mittlerweile 2400 Abonnenten. Mal gucken. Auch nochmal großes Danke an den Sorb, dass ich überhaupt mit ihm zocken durfte. Da gab es ja auch so einen kleinen, ich sag mal, kleinen Abo-Push. Und jetzt, wo auch mein PC wieder läuft, mit Internet, will ich auf jeden Fall nochmal ein paar Parts mit dem Tommy aufnehmen. Ne, Kollege, da müssen wir einiges nachholen, ne? Fehlt mir schon ein bisschen. Und ja, was fällt mir denn noch dazu ein? Ich hab jetzt nichts vergessen. Genau. Ob jetzt der Sorbus dabei ist, also der Marcel beim Stream, kann ich nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Weil man muss ja auch mal bedenken, dass es ihm noch nicht so gut geht. Also auch im letzten Stream hat man auch vielleicht gemerkt, dass es dann doch so ein bisschen an die Grenzen ging. Mir ging es ja selbst auch nicht mehr so gut. Hat auch so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und hat zwar viel Spaß gemacht, aber war auch schon ein bisschen anstrengend, ne? Wie gesagt, mal sehen, ob er da noch vielleicht vorbeischaut. Ansonsten, genau, würde ich sagen, genießt noch die letzten Sekunden von dem Gameplay hier. Wir haben es doch gerade mal, glaube ich, so gerade mal so geschafft, hier den Punkt einzunehmen oder zu halten. Bin noch schnell weggeboxt. Na, Kampfmeister. Genau. Ja, wie gesagt, in letzter Sekunde, ihr seht den Strich da oben. Ich habe noch so mit Chewbacca noch so ein bisschen die Leute hier aufgehalten. Hab, glaube ich, irgendwie 5 Kills gerade gemacht. Mit den Stampfer noch in der letzten Sekunde, bevor die es eingenommen haben. Ja, und das war's dann auch schon, geil. Wie gesagt, Leute, ihr seid herzlich eingeladen zum Stream. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns denn zum nächsten Part oder zum nächsten Stream. Bis dann, Leute. Peace.